Hello, ihr Freunde vom Minenkraft. Da sind wir wieder. Wir gucken mal ganz kurz nach... Ich habe nicht was herausgefunden. Kartentisch, was braucht man denn dafür? Holz haben wir. Und Papier zweimal haben wir auch. Dann nehmen wir nochmal viermal Papier mit. So. Zack, jetzt craften wir uns mal den Kartentisch. Und jetzt passt mal auf. Den platzieren wir jetzt mal da oben hin. Dann haben wir irgendwo die Karte. Und zwar, die Karte ist aktuell so. Da sieht man so einen Teil von dem Dorf. Die packen wir jetzt in den Kartentisch. Dann packt man ein Papier rein. Das ist schlecht. Warum ist Karte 1 jetzt leer? Jo. So, jetzt haben wir's. Und zwar ist das jetzt die Karte, die was wir am Anfang gemacht haben. Wir sind halt da unten in dem Gebiet. Das heißt, alles in diesem Gebiet können wir erforschen. Da haben wir eine schön große Karte. Wir könnten dann eine neue Karte machen von dem Gebiet hier. Jawohl. Also, die nehmen wir dann auf jeden Fall mal mit. Können wir da mal bei dem Amboss umändern. So. Jetzt machen wir hier unten noch Folgendes. Wir machen jetzt hier mal... Ups. Zwei Öfchens. Ja. Knallen wir jetzt einmal her. Wir brauchen nämlich Bruchstein. Zack. Zack. Da müssen wir mal wieder ein bisschen schmelzen. So, ihr kommt hier mal raus. Hier lasse ich nur meinen Ofen. Ah, es sieht jetzt nicht gut aus, aber so machen wir das mal. Wir schmelzen jetzt mal jede Menge Bruchstein ein. Kohle. Acht. So. Bisschen zu viel. Okay. Gut. Dann... Schaufel haben wir gerade keine. So. Bauen wir hier gleich wieder an. Eine Schaufel sollten wir uns eventuell craften. So. Und zwar 1, 2, 3... So, ein paar Schaufeln. Ja, ich glaube, hier werde ich dann demnächst mal den Weg ein bisschen anders machen. So. Und zwar... Dich brauchen wir da nicht. Es gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Warum ist da einer zu wenig? Also ich werde das Haus definitiv demnächst mal umbauen.
So, du kommst weg. So. Du kommst weg. So. Jetzt wird es eh schon wieder dunkel. Jetzt können wir da eh schon wieder vergessen, dass wir da weitermachen. Hier oben möchte ich halt noch so ein bisschen. So eine Ebene wenigstens mal weg. Es stört mich da so ein bisschen, dass das so hoch ist. So. Das machen wir jetzt dann gleich weg. Gehen wir erstmal pennen. So, die Karte sollte ich eventuell mal mitnehmen, dass sich die aufdeckt. Nebenbei. Und wir sollten uns dann hier eine neue Karte tatsächlich craften. Ja, aber schon habe ich den Nutzen vom Kartentisch herausgefunden. So, und zwar, solange hier drüben das alles wächst, die Kühe werden wir irgendwann mal umsiedeln. Zu einem entfernteren Gehege. Wenn wir genügend Bücher haben. Okay. So. Pferde wollte ich dann noch gucken, wie ich die dann zähme. So. Nehmen wir wieder richtig schön viel Erde. Gut. Dann füllen wir hier mal ein bisschen auf. Eigentlich möchte ich nicht alles auf einer Ebene bauen, aber aktuell gefällt mir das so besser. Mich wundert es, dass schon lange keine Pillager mehr da waren. Geschweige denn von einem Händler. Normalerweise tauchen da auch ab und zu mal so fahrende Händler auf. Himmel, das sieht schon irgendwie nice aus. Das gefällt mir schon irgendwie. So. So. Ah, da ist schon wieder was gewachsen. Merkt ihr, wie oben der Rand vom Bildschirm irgendwie dunkler wird? So. Gut. Hier mal ganz kurz ein bisschen weg.
Und zwar möchte ich hier ein Gebäude ranbauen. Das probiere ich dann so ein bisschen zu dem Main House zu integrieren. Wird aber einen komplett anderen Look bekommen, da ich vorhabe, das Main House, was aktuell bloß das ist, auch umzubauen. Deswegen mache ich da erstmal Platz. Ich finde es gut, dass wir das so durch den Keller so eine Art Fundament tatsächlich halt gemacht haben. Wir brauchen echt Hühner. Wir haben hier so viele Seeds. So, Baufläche geschaffen. Diese Seeds werde ich jetzt auf jeden Fall mal verwenden. Was mich jetzt gerade interessiert. Ist da unten zufällig ein Baum gewachsen? Ich glaube ja nicht. Nein. Da muss ich dann noch gucken, wie ich hier unten Bäume zum Wachsen bringe. So. Sehr schön, hier wächst jetzt das Zeugs. Und es wächst so gut, dass wir dann gleich mit der Papierproduktion beginnen können. Dafür hätte ich Seerosenblätter gebraucht. So, jetzt muss ich niesen. Moment. So. Diesmal habe ich einen Mute-Knopf. So. Ich mache da hinten noch eine Reihe weg. Fülle ich dann einfach wieder auf, wenn ich es nicht brauche. Und zwar hole ich mir jetzt auch mal die Säge hier runter. So. Gut. So. Nochmal so. So. Und zwar so.
Schauen wir mal. So sieht das auch doof aus. So sieht das irgendwie auch doof aus. Ich will es aber quasi. Jetzt schauen wir mal. Machen wir das mal so. Aber wollen wir wirklich die Steine als Hintergrund? Und dann gucken wir noch mal. 3, 4. Ich reiße es noch mal kurz alles ab. Das gefällt mir nicht, die Idee. Muss ich anders machen. So. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, tüdelü und tschüss.